Hi, ja, Freunde, wie ihr seht, ist in den letzten Tagen ein bisschen was passiert. Nach einer relativ kurzfristigen OP und 2 Tagen im Krankenhaus bin ich jetzt wieder zu Hause. Ich muss mich jetzt erstmal an die neuen Umstände anpassen, auch lernen, mit den Dingern hier vernünftig zu laufen und zurechtzukommen und ja, im Großen und Ganzen mich ein bisschen neu einleben. Aber fangen wir vorne an, was ist denn überhaupt passiert? Ich bin letzte Woche gemeinsam mit meinem Bruder rausgegangen und wir haben auf einem öffentlichen Basketballplatz ein paar Körbe geworfen. Irgendwann kamen dann ein paar andere, die da gespielt haben, auf uns zu und haben gefragt, ob wir mit denen ein Match machen wollen. Einfach so ein Freundschaftsspiel, wo man 2 Teams bildet und dann halt so ein Basketball-Match macht. Das heißt, ich war dann in diesem Match und wir haben ganz normal 3 gegen 3 gespielt und dann ist es plötzlich einfach so passiert. Ich habe einen Schritt nach hinten gemacht, um quasi loszulaufen, um Schwung zu holen und mein linkes Bein entsprechend durchgestreckt und boah. Und bei diesem Schritt nach hinten habe ich gespürt, wie mir jemand mit der Fußsohle voran auf meine durchgestreckte Achillessehne getreten ist. Das hat wirklich laut geknallt. Also wenn die Achillessehne reißt, dann ist es wirklich so, dass es einen lauten Knall macht. Und ich habe kurz aufgeschrien, mich bin auf die Knie und habe nach hinten geguckt und wollte schauen, yo, wer ist mir da gerade hinten drauf getreten? Und dann habe ich mich umgedreht, aber da war überhaupt niemand. Ich war mir so sicher, dass da irgendjemand gerade drauf getreten ist, weil es sich eins zu eins so angefühlt hat. Und als ich realisiert habe, dass das nicht der Fall war, dass das quasi mehr oder weniger von alleine passiert ist, aber ich trotzdem diesen Schmerz hatte, habe ich gewusst, okay, da ist gerade was richtig, richtig schlimm kaputt gegangen. Ich muss echt sagen, so einen Schmerz und so ein Gefühl habe ich bis jetzt noch nicht fühlen müssen und ich wünsche das wirklich niemandem, denn es ist so eine Mischung aus Schreck, weil es wirklich so ein plötzlicher Knall ist, den du auch eins zu eins so spürst in deinem Bein, aber gleichzeitig kommt auch direkt der Schmerz. Und ja, so ist es dann passiert. Mir war natürlich klar, dass es die Achillessehne ist, das kann man relativ schnell fühlen. Aber ob sie jetzt komplett gerissen ist oder nur so ein bisschen angeknackst, das war nicht klar. Entsprechend direkt in die Notaufnahme, weil ich konnte nicht mehr laufen. Also der Fuß war komplett instabil. Ich konnte noch halbwegs auftreten, aber ich musste auch gestützt werden bei jedem Shot. Und ja, dann wurde das Ganze diagnostiziert als Riss der Achillessehne. Ein paar Tage später dann die Einweisung ins Krankenhaus und die zugehörige OP, die glücklicherweise ohne Komplikationen verlaufen ist. Und genau, dann war ich noch einen Tag zur Beobachtung im Krankenhaus. Dieser Tag war geprägt von starken Schmerzen und noch stärkeren Schmerzmitteln. Aber am nächsten Tag konnte ich auch wieder nach Hause. Und jetzt sitze ich hier, nach wie vor mit Schmerzen und Schmerzmitteln. Aber wie du eben schon gesehen hast, ist die Geschichte noch nicht ganz vorbei. Denn jetzt folgen erstmal circa 6 Wochen Leben auf Krücken und an Sport wie Joggen, Basketball oder alles, was so ein bisschen dynamischer ist, ist für die nächsten Monate nicht mehr zu denken. Also insgesamt eine wirklich schwierige Situation, mit der ich mich gedanklich auch einfach so ein bisschen abfinden musste. Und die ersten Tage war ich super frustriert, super sauer, so wo man sich fragt, warum ausgerechnet ich? Und natürlich hat das auch relativ starke Auswirkungen auf mein Studium, denn ausgerechnet dieses Semester geht es so langsam zurück in die Präsenz. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Für mich ist aber ziemlich klar, dass ich dieses Semester nicht mehr in Präsenz an die Hochschule fahren werde, denn ich muss ja auch noch pendeln und diese Reise wäre für mich auf Krücken viel zu umständlich und anstrengend, als dass man sagen könnte, das lohnt sich trotzdem. Mal schauen, ob so Sachen wie hier in der Nähe in die Bibliothek gehen oder ähnliches möglich sind. Natürlich ist das theoretisch alles möglich, es gibt ja Aufzüge und so weiter, aber es ist halt super anstrengend teilweise und umständlich je nachdem. Deshalb überlegt man sich jetzt immer dreimal überhaupt vor die Tür zu gehen. Und trotz all diesen Umständen heißt es das nicht, dass ich dieses Semester irgendwie nichts machen werde oder ausfallen lassen werde. Und das ist der entscheidende Punkt, den ich mit diesem Video teilen möchte. Ich möchte mit diesem Video gar nicht irgendwie großartig rumjammern oder um Mitleid betteln, sondern ich möchte euch zeigen, dass man mit Rückschlägen, sowas wie das hier, irgendwie umgehen können muss. In den meisten Fällen sind so Rückschläge, die man im Studium erfährt, natürlich eher sowas wie nicht bestandene Klausuren oder schlechte Noten oder mal irgendwie eine Abgabe verpasst oder. Bei mir ist es natürlich jetzt so, dass ich mit einem deutlich größeren Rückschlag umgehen muss und halt so Sachen wie der normale Alltag, allein dadurch, dass man immer Krücken in der Hand hat, viel, viel schwieriger wird und das sich natürlich auch auf das Studium auswirkt. Eine Sache, die man beispielsweise selbst gar nicht realisiert, bevor man selbst mal auf Krücken gehen muss, ist, dass nicht nur die Beine eingeschränkt sind, weil halt verletzt,
aber auch die Arme, weil du die ganze Zeit Krücken in der Hand hast. Du kannst nichts mal eben nehmen und irgendwo hintragen, sondern du musst immer schauen, okay, wie mache ich das jetzt? Das heißt, mal eben den Block oder das iPad zu holen, ist einfach doppelt so anstrengend, weil man immer schauen muss, okay, ich habe jetzt quasi... Ich habe jetzt quasi beide Hände voll. Ne? Stellt euch vor, die sind auf dem Boden. Wie nehme ich jetzt das iPad und trage das zu meinem Schreibtisch? Natürlich habe ich noch Glück, dass es für mich nur vorübergehend ist. Und Leute, die nach einem Unfall oder ähnlichem quasi im Dauerzustand so leben müssen, die haben wirklich meinen größten Respekt und mein größtes Mitgefühl, denn das ist super anstrengend. Und wenn allein der Alltag so anstrengend ist, ist das wirklich anstrengend. Aber genau wie diese Leute das Leben dann anpassen und versuchen, das Beste draus zu machen, werde ich genau dasselbe tun. Jetzt bist du gerade hoffentlich nicht in der gleichen Situation, sondern fit und gesund, musstest aber vielleicht in den letzten Semestern doch mal mit einigen kleineren Rückschlägen umgehen. Wie gesagt, sowas in Bezug aufs Studium wie eine schlechte Note, eine durchgefallene Klausur oder ähnliches. Und wahrscheinlich wird das immer mal wieder vorkommen. Entweder diese kleinen Rückschläge oder, ich hoffe es zu niemandem, aber man weiß ja nie, vielleicht auch so große Rückschläge wie jetzt bei mir. Was ich dir an meinem Beispiel allerdings so ein bisschen zeigen möchte, ist, dass es immer wieder sein kann, dass wir größere oder kleinere Probleme haben. Es aber auch gar nicht wichtig ist, was für ein Problem das ist, sondern entscheidend ist einfach, wie wir damit umgehen. Vielleicht hattest du im letzten Semester auch irgendwie Probleme mit irgendeiner Klausur, hast sie nicht bestanden, hast eine schlechte Note geschrieben oder hast einfach insgesamt so ein bisschen gestruggelt. Und wie gesagt, dass so Probleme auftauchen, ist ganz normal und auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man lernt, damit umzugehen, sich damit auch abzufinden und von da aus weiterzumachen und trotzdem noch versuchen, im nächsten Schritt wieder das Beste rauszuholen. Für mich geht das Semester jetzt aber trotzdem weiter und ich muss schauen, dass ich beispielsweise verschiedene Sachen online einfach selbst nacharbeite. Ich werde euch auf Instagram immer mal wieder ein paar Updates geben, wie die Genesung läuft, wie es generell sonst im Leben läuft und falls euch das interessiert, könnt ihr gerne da vorbeischauen. YouTube werde ich wie gewohnt weitermachen, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen anstrengender wird, weil es einfach viel umständlicher ist, irgendwie Sachen aufzubauen und so weiter und so fort. Aber gut, das sind jetzt die Umstände. Und auch wenn ich dieses Thema in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht nochmal thematisieren werde, also das Thema ist jetzt quasi abgehakt, fand ich dieses Update super wichtig, weil es zeigt, dass wir alle im Leben mit irgendwelchen Umständen zu kämpfen haben. Wahrscheinlich ist es auch nicht immer ein Achillessehnenriss, aber es kann auch irgendwas komplett anderes sein. Es können psychische Sachen sein, wie so eine Depression. Es können andere Sachen in der Familie vielleicht sein, dass man da einen Todesfall hat, mit dem man erstmal umgehen muss. Aber auch was ganz Simples, wie einfach Probleme im Studium, weil es super schwierig ist. All das ist einfach schwierig, aber es ist wichtig, dass man irgendwann anfängt, Lösungen und Möglichkeiten zu suchen, anstatt sich die ganze Zeit nur auf die Probleme zu fokussieren. Wenn du möchtest, kannst du gerne mal deine Umstände schildern, mit denen du im Studium oder vielleicht schon vor dem Studium, nach dem Studium, wann auch immer, umgehen musstest. Und mit Sicherheit findet sich irgendjemand, der sich vielleicht genau in dieser Situation gerade befindet, deinen Kommentar liest und ein bisschen Kraft daraus ziehen kann. Deshalb kommentiert gerne mal, was ihr vielleicht auch schon so ein bisschen durchgemacht habt, womit ihr zu kämpfen hattet und was ihr trotzdem überstanden habt oder gerade noch dabei seid, euch durchzukämpfen. Alright, Freunde, damit sind wir durch. Falls du noch ein bisschen Zeit hast, schau auch gerne mal in dem Video hier vorbei. Und ich wünsche euch wie immer einen Hammertag. Macht das Beste draus, egal unter welchen Umständen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.